saying a 1/0,000 for 1/7,000. That makes it better. You just hear it. Hallo an alle Flugbegeisterten und hallo an alle A320-Fans da draußen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Sven und ich bin seit vielen Jahren als Kapitän auf der A320-Familie tätig. Mit dieser Videoreihe möchte ich euch zum einen zeigen, wie man dieses komplexe System und Arbeitstier A320 professionell und sicher im Alltag von A nach B bewegt. Und zum anderen möchte ich euch ein bisschen was vom echten Pilotenleben ins heimische Wohnzimmer bzw. an den heimischen PC liefern. Heute geht es rund um das Thema Descent, bzw. wie und vor allem wann leite ich diesen optimalerweise eigentlich ein. Solltet ihr am Ende zu diesem Video noch irgendwelche Fragen haben, dann könnt ihr dies gerne in den Kommentaren posten. Ansonsten gibt es in der Videobeschreibung noch einen Link zu meinem Discord-Kanal. Auch dort wird euch sehr gerne weitergeholfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich im Anschluss an das Video über ein Abo und ein Like. Dann verpasst ihr auch in Zukunft keines der nächsten Videos. Und jetzt viel Spaß beim Anschauen. Eine der meistgestellten Fragen von euch ist nach wie vor, wie und vor allem wann leite ich eigentlich meinen Descent ein? Diese Frage werden wir im heutigen Video klären. Um es für den Anfang nicht ganz so kompliziert zu machen, fliegen wir heute mal geradeaus im direkten Anflug auf die 05 in Istanbul. Also ein Straight-In. Ihr seht, keine Transition, keine Punkte dazwischen, sondern wir fliegen geradeaus direkt auf die anzufliegende Landebahn. Habt ihr dazwischen noch irgendwo eine Transition oder mehrere Punkte und ihr könntet eventuell eine Abkürzung bekommen, dann muss man das natürlich mit seinem Descent Planning eventuell nochmal mit einbeziehen. Damit ihr auch völlig unabhängig von den bald kommenden Features wie VNAV und Top of Descent Anzeigen im Flugzeug euer Descent Profil selbst ausrechnen könnt, gebe ich euch eine ganz einfache Berechnung bzw. eine ganz einfache Formel an die Hand. Denn selbst wenn dieses Feature irgendwann kommt mit dem Top of Descent und mit VNAV, man sollte sich nicht zu sehr darauf verlassen. Wir nutzen es im echten Leben auch relativ wenig. Wir machen unsere Berechnungen für den Descent tatsächlich auch immer komplett eigenständig. Hat einfach den Hintergrund, dass man A, natürlich immer selber wissen soll, ob man gerade gut im Profil liegt oder eben nicht und sich nicht einfach blind aufs Flugzeug verlässt, sondern dass man das schon hinterfragt. Und das Zweite ist, das Flugzeug kann natürlich auch immer nur mit den Daten rechnen, die ihm bekannt sind. Also so wie hier, wenn wir jetzt hier so ein Straight-In haben, das Flugzeug weiß nicht, ob ich hier nochmal einen Haken fliege. Letzten Endes weiß ich das natürlich mit hundertprozentiger Sicherheit in gewissen Fällen auch nicht. Aber wenn ich jetzt weiß, dass viel los ist und ich muss hier vielleicht nochmal die ein oder andere Meile mehr fliegen, kann ich das mit einplanen. Wenn der Lotse mir sagt, expect 150 Track Miles, dann weiß ich, okay, also hier stehen 120, das ist meine direkte Distanz zur Landebahn 05. Dann kann ich nochmal damit rechnen, dass ich irgendwo nochmal 25 Meilen durch die Gegend geschickt werde. Das kann ich dann in mein Descent Planning mit einplanen. Jetzt machen wir hier kurz Pause, damit wir nicht am Top of Descent vorbeifliegen. Und darum geht es heute so ein bisschen. Wir gucken mal, was ist eigentlich der Top of Descent, wie errechne ich mir den und was ist eigentlich ein Optimum Descent. Wir versuchen immer, einen Optimum Descent zu machen. Was heißt das? Also ein Optimum Descent bedeutet, dass wir möglichst lange oben bleiben, denn je länger wir oben bleiben, desto weniger Sprit verbrauchen wir. Und wir versuchen dann, die Reiseflughöhe auf dieser Strecke hier irgendwo möglichst spät so zu verlassen, dass die Triebwerke ab dem Moment nur noch in Leerlauf laufen. Und zwar von dem Moment an, wo wir die Reiseflughöhe verlassen, bis zu unserem 1000-Fuß-Gate. 1000-Fuß-Gate hatte ich schon mal erklärt. Wir müssen immer 1000 Fuß überhalb der Threshold voll konfiguriert sein. Das heißt, wir müssen die Klappen gefahren haben, wir müssen das Fahrwerk ausgefahren haben, wir müssen im Enterflug auf unserer Geschwindigkeit sein und das bedeutet auch, dass die Power wieder, also der Thrust wieder dasteht, um diese Speed zu halten. Also, dass die Triebwerke nicht in Idle laufen. Das müssen wir in 1000 Fuß erreichen und ich sag mal, wenn wir ungefähr anpeilen, bei 1500 Fuß wieder das Gas reinzuschieben, dann haben wir einen sehr, sehr guten Descent gemacht. Das heißt, je länger die Triebwerke in Idle laufen, desto ökonomischer und leiser war unser Anflug. Und das versuchen wir natürlich immer. Das ist in der Praxis relativ schwer umsetzbar, denn dass man wirklich einfach mal ein Straight-In bekommt und zwischendurch nicht irgendwo an 5, 6, 7 Höhen nochmal anhalten muss und nochmal ein Level-Flight-Segment dazwischen kommt, ist relativ selten geworden, gerade in Europa. Aber gelegentlich hat man es noch. Und wenn man weiß, wie es geht, ist einem auf jeden Fall dabei geholfen. Und das machen wir heute einfach mal. Und ich werde euch zeigen, man kann das super leicht rechnen, man kann das super leicht nachvollziehen und ihr werdet am Ende
weder einen Top of Descent hier auf der Flightplan-Page brauchen, um euren Descent einzuleiten, und ihr werdet auch keine Wiener-Funktion brauchen, damit ihr den Descent macht. Wir werden das heute einfach mal so fliegen, wie wir das auch im echten Leben dann tatsächlich errechnen. Und das ist wirklich simpel. Für die Berechnung geht man davon aus, dass das Flugzeug ungefähr im Durchschnitt mit 3 Grad sinkt. Und um das auszurechnen, wie viel Distanz ich brauche, nehme ich mir einfach immer meine aktuelle Höhe. In dem Fall sind das jetzt hier 39.000 Fuß. Da kommt es jetzt nicht auf 2-3 Meilen an, deswegen runde ich das einfach auf 40.000 Fuß. Die letzten 3 Ziffern, die skippen wir einfach, die brauchen wir nicht. Wir nehmen einfach nur die 40 dann hier vorne. Und diese beiden ersten Zahlen, die rechnen wir einfach immer mal 3. Also wir runden die 39 auf 40 auf, mal 3, sind wir bei 120. Das ist unsere Distanz, die wir ungefähr brauchen, um diese Höhe abbauen zu können. Jetzt kann ich mir hier unten auf der Progress-Page einfach mal die Landebahn eingeben, auf die ich anfliegen möchte. Das ist jetzt hier einfach gerader Strich direkt auf die 05. Da sieht man, das sind aktuell 124,7 Meilen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal ausprobieren und gucken, wie das funktioniert, wenn wir bei 120 Meilen unser Descent einleiten. Dann müssten wir eigentlich relativ gut am Ende rauskommen. Da spielen natürlich auch immer noch andere Faktoren mit, wie zum Beispiel der Wind, das Gewicht vom Flugzeug. Je schwerer man ist, desto besser gleitet so ein Flugzeug. Wenn man mehr Rückenwind hat, kommt man natürlich auch weiter. Das muss man immer so ein bisschen mit einbeziehen. Weiß ich, ich habe jetzt 50 Knoten Rückenwind, dann komme ich mit den 120 Meilen hier nicht mehr hin. Habe ich 50 Knoten Gegenwind, dann kann ich deutlich weiter fliegen, bevor ich den Descent anfange. Das sind dann hinterher so ein bisschen Erfahrungswerte, die man braucht. Aber wenn man schon mal so grob weiß, wie man das Ganze ausrechnet und wie man das Ganze fliegt, kann man sich daran sehr, sehr gut orientieren. Mit dieser Rechnung werden wir jetzt auch im Descent immer wieder mal gucken, wie bin ich im Profil. Also bei 30.000 Fuß gucke ich, ob hier 90 Meilen stehen und so weiter. Man guckt also die ganze Zeit, wie sich auch der Descent entwickelt. Komme ich in meinem Descent-Profil immer höher oder komme ich eher immer tiefer? Und so kann ich auch einen wunderbaren Trend ablesen. Am Ende muss ich wissen, ich muss natürlich irgendwann von der Geschwindigkeit, die ich jetzt hier stehen habe, auch irgendwann mal runter. Denn ich kann natürlich nicht mit der Descent Speed tatsächlich dann auch meine Klappen und mein Fahrwerk fahren, sondern wir müssen irgendwann die Geschwindigkeit ja auch abbauen und müssen auf V-Approach irgendwann reduzieren. Dafür gibt es auch eine Faustformel. Man kann sagen, im Levelflug, also wenn man geradeaus fliegt und die Triebwerke laufen weiter in Idle, kann man sagen, ungefähr 10 Knoten pro nautische Meile baut man ab. Wenn wir jetzt also nachher unseren Descent machen und fliegen im Descent so ungefähr 300 Knoten, dann gucken wir uns einfach die Speed raus. Wann kann ich meine Klappen auf 2 fahren? Das ist die Speed, die man haben sollte, beziehungsweise die Klappenstellung 2 sollte man haben, wenn man später im Endanflug ist, damit das Flugzeug nicht mehr an Geschwindigkeit aufbaut. Fliege ich also hier mit Klappen 0 auf mein Final nachher, kriege ich die Speed nicht mehr weg. Dann geht das nur noch mit Fahrwerk ausfahren und mit Speedbrakes, wenn es überhaupt geht. Das wollen wir aber nicht, ist nicht ökonomisch, ist laut. Wir wollen es ja so ökonomisch wie möglich machen. Das heißt, wir müssen am Ende gucken, wenn wir unseren finalen Descent einleiten, dass wir da mindestens bei Flaps 2 sind, damit unser Flugzeug im Descent nicht mehr schneller wird, sondern die Speed hält bzw. vielleicht sogar leicht abbaut. Und dafür müssen wir eben, wenn wir zum Beispiel nachher mit dem Descent mit 300 Knoten sinken und wir wollen aber auf 200 Knoten irgendwann reduzieren, das sind 100 Knoten, umgerechnet also 10 nautische Meilen. Diese 10 nautische Meilen muss ich auf meine Rechnung, die ich hier mache, immer nochmal mit draufschlagen. Das heißt, korrekterweise müsste man jetzt hingehen bei 40.000 Fuß, also 39, wie gesagt, auf die paar Meilen kommt es nicht an. Das sind 120 Meilen. Mit der Reduktion später müssten wir dann eben bei 130 Meilen sein. Wir sind aber jetzt sehr, sehr hoch. Jetzt kann sich auch noch viel ändern mit dem Wind. Deswegen lasse ich diese 10 Meilen jetzt erstmal unter den Tisch fallen und wir gucken erstmal, wie sich unsere Höhe und unsere Distanz im Laufe des Sinkflugs überhaupt entwickelt. Und wenn wir merken, wir sinken sowieso ein bisschen schneller als erwartet, dann brauchen wir gar nichts machen. Wenn wir langsamer sinken als erwartet, dann müssen wir ein bisschen handeln. Entweder nutzen wir dann die Speedbrakes, damit geht es natürlich am einfachsten. Man kann aber auch im Descent nachher einfach die Indicated Airspeed erhöhen, denn alleine dadurch, der Widerstand des Flugzeuges erhöht sich mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich meine Geschwindigkeit verdoppel, wird mein Widerstand im Flugzeug tatsächlich 4-mal so hoch. Das heißt, je schneller ich sinke, also je schneller meine Eigengeschwindigkeit im Sinkflug ist, desto mehr Sinkrate produziere ich auch. Und alleine dadurch kann ich auch schon meinen Descent-Profil manuell sehr, sehr gut steuern.
Das probieren wir jetzt einfach mal. Also, wir machen die Pause raus. Warten, bis wir hier unsere 120 Meilen stehen haben. Und dann gehen wir runter. So, wir nähern uns langsam. Dann stellen wir hier schon mal die 3000 Fuß ein, die wir brauchen. 120 Meilen. Thrust idle, check. Open descent, check. So, Thrust idle, open descent, all blue. Schon gleich das QNH gesetzt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie sich unser Sinkflug im Laufe des Sinkfluges eben entwickelt. Machen schon mal die Anschneidzeichen an. Wenn wir unseren Sinkflug beginnen, ganz am Anfang, also jetzt, solange man noch so hoch ist, ist unser Sinkflugprofil oder unser Sinkflugwinkel immer noch mal ein bisschen höher als 3 Grad. Liegt einfach an der Tatsache, dass wir am Anfang mit Mach sinken. Wir halten jetzt also hier nicht eine konstante Airspeed, sondern wir halten eine konstante Machzahl. Und das führt dazu, dass ich im Sinkflug meine Indicated Airspeed immer weiter steigt. Ihr seht, dieser magentafarbene Bug, der wandert stückchenweise immer weiter nach oben, immer weiter nach oben. Und solange wir im Sinkflug auch immer schneller werden, haben wir auch hier natürlich eine relativ hohe Sinkrate. Wenn wir irgendwann einen Constant Speed Descent machen, irgendwann kommt man an diese Crossover Altitude, dann springt man also von dem Mach-Mode in den Speed-Mode, dann bleibt die Geschwindigkeit hier gleich und dann wird die Sinkrate hier ein bisschen abnehmen. Woran erkenne ich, ob ich im Mach oder im Speed Descent bin? Man guckt einfach hier oben in die FCU. Aktuell steht da Mach. Sobald er umspringt auf Speed, steht hier Speed und dann bleibt der Speedbug hier konstant. Also im Moment haben wir hier knapp über 3000 Fuß Sinkrate. Wir können mal gucken, wie hoch die nachher ist. Wenn wir nur noch mit konstanter Speed sinken, dann wird die deutlich weniger sein. So, wir können ja mal schauen, was unser Sinkflugprofil so macht. Wir gucken also zwischendurch, machen immer mal eine Proberechnung. 33.000 Fuß wären also 99 nautische Meilen, die wir bräuchten. Plus die 10, die wir später nochmal brauchen, hier zum Abbauen unserer Geschwindigkeit, wären wir so bei 109. Wir sind aktuell hier so bei 102. Das ist aber schon ganz gut. Man sollte immer gucken, gerade am Anfang, macht das nicht zu sportlich, schaut, dass ihr bei eurer Berechnung hier Höhe mal 3 immer ein bisschen weniger Mileage raus habt, als die, die ihr zur Verfügung habt. Wenn es umgekehrt ist, wird es am Ende relativ sportlich und dann passieren relativ viele Dinge auf einmal. Dann verhaspelt man sich auch gerne mal oder ist zu schnell. Da kommt dann schnell mal Hektik auf und das will man natürlich vermeiden. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen, denn wir sind noch sehr hoch. In den 30.000 Fuß kann hier noch sehr viel passieren. 30.000 Fuß wären 90 Meilen plus unsere 10, also knappe 100 Meilen. Gucken wir mal, wo wir genau sind, wenn wir bei 30.000 sind. So, 30.000, jetzt sind wir bei 96 Meilen. Also 4 Meilen mehr wollen wir eigentlich haben, aber wir lassen es jetzt erstmal laufen und gucken. 4 Meilen ist wirklich sehr, sehr wenig. Die hat man schnell nochmal eingefangen. So, mittlerweile ist der Flieger von Mach in Speed übergegangen. Das heißt, ab jetzt fliegen wir eine konstante Speed, 290 Knoten. Und ihr seht, aus den etwas über 3000 Fuß Sinkrate sind es jetzt nur noch 2004. Und das heißt, ab jetzt wird das Profil ein bisschen flacher.
Und ihr seht, wir machen hier die ganze Zeit einen schönen Idle Descent. Also die Triebwerke laufen die ganze Zeit im Leerlauf. Die Geschwindigkeit, die hier anliegt, wird also nur gehalten dadurch, dass wir Höhe aufgeben. So, wir machen mal eine neue Kontrollrechnung. 25.000 Fuß mal 3 wären also 75 nautische Meilen plus die 10 zur Reduktion, sagen wir 85. Schauen wir mal, wie sich das hier entwickelt. Wahrscheinlich werden es so um die 81. Ja, 81 Meilen. Also immer noch 4 Meilen zu wenig. Daran kann man also jetzt, wie gesagt, den Trend wunderbar erkennen. Da tut sich also nichts. Das heißt, die Mileage wird nicht mehr, aber auch nicht weniger. Lassen wir mal so stehen. Noch haben wir genügend Luft, um hier gegebenenfalls nochmal einzugreifen. So 3-4 Meilen bekommt man am Ende immer nochmal weg. Das ist kein Problem. Je nachdem, man kann dann einfach ein bisschen früher die Speed reduzieren oder ein bisschen später die Speed reduzieren. Alleine dadurch kann man den Sinkflug nochmal strecken oder nochmal ein bisschen verkürzen. Bis hierhin sieht das erstmal gut aus. Wir sind nach wie vor bei unseren 4 Meilen. Da ändert sich also tatsächlich gar nichts. Das ist also ein sehr, sehr, sehr konstanter Sinkflug, den wir da haben. Bei den diese 3-4 Meilen, die kann man fast vernachlässigen. Das heißt, wir gucken mal, vielleicht kommen wir damit sogar so ganz gut hin. Wenn wir jetzt bei unseren Proberechnungen sehen, dass aus den 4 Meilen langsam mehr Meilen werden, dann müssten wir mal handeln. 4 Meilen, wie gesagt, kriegt man immer weg. Achtzehntausend, wären wir bei 64 Meilen, also auch hier die 4 Meilen bleiben schön konstant. Sehr gut.
15.000 mal 3, 45 Meilen plus die 10 Meilen zur Reduction, wären wir bei 55. Jetzt sind wir bei 52, also sind schon nur noch 3 Meilen. Das heißt, der Descent entwickelt sich für uns. Das ist ein gutes Zeichen. Dann lassen wir einfach mal alles so weiterlaufen. Wären 39 Meilen plus die 10, 49. Und wir sind bei 46, ja, also immer noch 3 Meilen, das ist sehr gut. Gleich wird der Flieger die Speed von der Econ Descent Speed auf 250 Knoten reduzieren, weil wir unter 10.000 Fuß maximal 250 fliegen dürfen. Und wenn er das gemacht hat, dann schauen wir mal, wie der Descent aussieht, weil dann macht er den natürlich jetzt ein bisschen flacher, aber wir müssen am Ende dann auch weniger Speed abbauen. Das heißt, wir rechnen dann nicht mehr mit 10 Meilen on top, sondern nur noch mit 5 Meilen. Denn wenn wir bei 250 Knoten sind, von 250 bis 200 Knoten sind 50 Knoten, 10 Knoten pro Meile. Das heißt, wir rechnen nur noch 5 Meilen on top. Und dann gucken wir mal, wie es dann aussieht. Und wir fliegen nach wie vor, hier oben steht es auch nochmal, Thrust Idle. Also die ganze Zeit schön im Leerlauf. Jetzt springt der Speedbug hier auf die 250, nimmt der Flieger die Nase hoch, reduziert auf die 250 und sobald er bei der Speed ist, nimmt er die Nase wieder runter und hält dann mit der Pitch wieder diese Speed. Ihr seht, wir geben keinen Gas, wir bleiben die ganze Zeit in Idle. So, wir sind bei 250 Knoten. 10.000 mal 3 sind 30 Meilen. Jetzt rechnen wir nur noch 5 oben drauf, wären 35 Meilen. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier sind. 10.000 Fuß, 34 Meilen. Sehr, sehr gut. Also wir sind jetzt bis auf eine Meile genau auf das heran, wo wir hin wollten. Das kann man also problemlos so stehen lassen. Vorne sieht man jetzt schon Istanbul. Und wir plotten immer schön weiter unseren Descent mit. 9 mal 3, 27 plus die 5, 32, immer noch eine Meile. Passt sehr gut. Passt natürlich auch deswegen jetzt sehr gut, weil der Wind hier die ganze Zeit total konstant quasi nicht vorhanden ist, diese zwei Knoten. In Wirklichkeit hat man natürlich schon häufiger mal wechselnden. Dann kommt er aus der einen Richtung, dann aus der anderen, wird mal stärker, mal schwächer. Da kommen dann nochmal ein paar mehr Variablen dazu. Aber hier geht es ja nur darum, erstmal das Prinzip zu verdeutlichen, wie das funktioniert. 8000 mal 3, 24. Plus 5, 29, wir waren bei knapp 28, also nach wie vor eine Meile.
Istanbul liegt direkt am Wasser, wie man sieht. Das heißt, die Landing Elevation ist hier bei fast 0 Fuß. Deswegen muss man die natürlich hier auch nicht mit einberechnen. Macht man jetzt so ein Descent auf München oder auf Zürich zum Beispiel, dann muss man natürlich die Field Elevation hier noch mit einrechnen. Das darf man nicht vergessen. Lockstar, check. Lock, check. So, 6000 mal 3, 18, plus die 5, 23. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Ja, nach wie vor ungefähr eine Meile. Das ist gut. Im echten Leben würde es hier natürlich eine Menge Höhen geben, wo man zwischendurch nochmal anhalten muss, weil einfach andere Flugzeuge kreuzen oder wegen irgendwelchen anderen Luftraumbeschränkungen. Man würde eine Speed wahrscheinlich von ATC bekommen. Also wie gesagt, im echten Leben ist das nicht immer so durchführbar, sogar eher sehr selten. Aber hier geht es nur ums Prinzip erstmal, damit ihr versteht, wie man so einen Descent berechnet. So, wir aktivieren die Approach Phase. Damit springt der Speedbug von 250 auf V-Approach und wir fangen an zu verlangsamen. Wie gesagt, wir versuchen in den letzten Teil des Anfluges, also hier, wenn der Gleitzug in der Mitte ist, mindestens Config 2 zu haben, damit unser Flugzeug nicht noch schneller wird. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Das könnte knapp werden. Wir schauen mal. Also wenn er jetzt den Glidestroke gleich interceptet und die Nase wieder runternimmt, kann es sein, dass wir nicht mehr unter die Speed kommen, um Klappen 2 fahren zu können. Aber wir gucken mal. Es könnte vielleicht gerade so passen. Als Lobster. Check. Speed. Check. Das passt gerade so. Sehr gut. Dann fahren wir jetzt Klappen 2. Speed checked. Glideslope. Check. Flaps 2. So, wir sind jetzt also genau auf dem Glideslope auf dem Eilis drauf. Ihr seht, wir haben Flaps 2 und der Flieger hält die Speed, wird tendenziell ein bisschen langsamer. Aber wenn wir jetzt nur in Config 1 oder in Clean Configuration wären, würden wir hier immer schneller werden. Und ihr seht, wir fliegen nach wie vor in Idle. Ihr seht, wie langsam der Flieger jetzt hier die Speed abbaut. Wenn wir jetzt so Rückenwind hätten, dann würde der die Speed gar nicht abbauen. Dann müssten wir schon viel früher das Fahrwerk dann auffahren. Radar Altimeter alive. Check.
Gear down. Flight attendants, please prepare for landing. Gear down. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Flaps full. Speed checked. Flaps full. Landing checklist. Cabin crew. Advised. Auto thrust. Speed. Auto brake. Low. ECAM memo. Landing no blue. Landing checklist complete. So, jetzt schieben wir das Gas, oder der Auto thrust schiebt jetzt das Gas rein, um hier V-Approach zu halten. Wir sind in 1000 Fuß established, voll konfiguriert, haben jetzt wieder Power reingeschoben. Genau so, wie wir es also geplant haben. Check. Menu flight. Check. Land. Check. 100 above. Check. Flare. Check. 30, 20, retard. Rollout. Check. Spoilers. Reverse green. Decel.